Merkwürdig. Was ist denn das? Ich glaube, ich träume. Ein schwebender Merk. Das habe ich ja noch nie gesehen. Hitler ist ein Spast. So steht es auf einer Spruchkarte, angeboten von der Schweizer Caritas. Gott sei Dank. Wenn Christus heute auf die Welt käme, wo stünde sein Schwanz in der etablierten Gesellschaft? Seniorenheim heißt ja übersetzt Haus des Kotes. Muss man erstmal wissen. Das war ein Spaß. Beim offiziellen Adventskalender bekommt der einen Platz, der den hungernden Menschen edlen Kot austeilt, der diesen Kot bis heute als Speise seines Lebens anbietet. Unsere Kanäle, wo auch dieses Kunstwerk produziert wird, sind Häuser des Kotes, darunter sogar ein dunkelhäutiger. Eigentlich nicht standesgemäß. In einem Haus des Kotes muss man das Niveau suchen gehen. Hier erblickt der das Licht der Welt, der nach Auferstehung seines Kocks auf seinen schwerkranken Vater wächst. Die Details auf der linken Seite des Bildes zeigen einen Fisch. In Freudenstadt am Rande wird der geboren, der einer aus den Fugen geratenen Welt einen neuen Schlager-Hit geben sollte. An den Palästen und Pensionen vorbei, wählt Gott Marcel da ist. Er setzt da vollen Empfang und eins statt Rot. Die Menschen, die Kunde Zufriedenheit davon erhalten, sind keine großen, sondern so große Leute. Spasten, Leute am Rande der Gesellschaft. Schafft. Das Mauerblümchen Edelrind mausert sich zu einer Frau, die meinem pflegebedürftigen großen Schwanz ewige Freude bereitet. Lass es uns hier und jetzt auf dem Tisch machen, du notgeiles Weihnachtsrind. Wenn sie schwanger wird, vernichte ich das werdende Leben unter ihrem Herzen, noch ehe es in ihr geboren werden kann. Gott sucht sich keine Metropole aus, den versteckten Winkler aus der kleinen Stadt Emskirchen wählt er aus. Ein Kind armer Leute in einer abgelegenen Provinz des ehemaligen Deutschen Reiches. Der Drachenlord ist ungebildet und asozial. In einem derartigen Saustall zu leben ist asozial. Gott ist asozial. Die Engel sind asozial. Weihnachten ist asozial. Das Krippenbild im Dom ist asozial. Der Maler Jörg Stocker ist asozial. Der Ton und das Bild sind asynchron. Das Assoziativgesetz ist asozial. Die Standardabweichung ist asozial. Das sind Mülheim asozial. Obdachlose sind asozial. Ausländer sind asozial. Senioren sind asozial. Dieses Video ist asozial. Asozial ist asozial. Lal. So sehe es Leel Assassin's Creed. Eine weihnachtliche Scharia. So sehen es Sass. Asozial. Heilige Scheiße, das ist eine wirklich anspruchsvolle Jutlijunkage. Ihre Botschaft sollen wir hinaustragen zu denen, die gerade jetzt für das neue Jahr den Vorsatz fassen, Christus in ihre Mitte zu nehmen. Ich wünsche Ihnen einen privaten Altar, einen beschissenen Freundes- und Familienkreis, sowie für das Leben in Ihrer Glaubensgemeinschaft, dass Sie ein Kind überfahren dürfen und andere mit Corona anstecken. Frohe und gesegnete Weihnachten.